Ersten Borderlands 3 Waffen-Showcase-Video. Ja, ich habe heute mal was ganz Besonderes für euch, und zwar muss ich mich da erstmal erklären. Ist es nichts Legendäres, sondern es ist besser als was Legendäres. Ich habe es auch nicht geglaubt. Und zwar handelt es sich heute, ihr habt es vermutlich schon im Titel gelesen, da um das sogenannte Q-System. Alles davor sind einfach nur die Präfixes. Ich mache das so bei meinen Waffen-Showcases. Ich zeige euch erstmal, was das Ding kann. Dann könnt ihr selbst entscheiden, ob es sich wert ist, das Ding zu farmen oder nicht. Sehe ich als sinnvoller, weil warum soll ich euch erst zeigen, wo ihr das Ding bekommt, wenn die Waffe im Nachhinein ohnehin nichts für euch ist. Also machen wir es erstmal so. Ich zeige euch erstmal, was die kann. Und ihr werdet euch jetzt denken, das Ding ist ja nicht mal legendär. Ist die gut? Das ist das beste Assault Rifle im Spiel. Und jetzt immer mag hier rummeckert so. Ja, aber ist nicht legendär. Die beste Waffe aus Borderlands 2 war der. Wie hieß es nochmal? Der Sandhawk. Und der war blau. Von der Seltenheit her, ne? Also, ja. Das hier ist ohne Zweifel mit. Wenn nicht das stärkste Assault Rifle im Spiel. Ich will jetzt keine Vergleiche machen mit schierer Waffen oder mit Munitionsmenge, wie zum Beispiel ein Shredifier oder so, aber vom Damage hier. Das Ding hat nämlich einen 1082 mal 2 Waffensausput. Das ist viel für ein Assault Rifle, mal 2. Also heißt, man macht da schon über 2100 Damage mit einmal abdrücken. Dann Waffenschaden ist halt erhöht, aber das ist ja schon mit einberechnet. Die Feuerrate ist gut, Nachladegeschwindigkeit ist gut, Waffenzoom. Als Sekundärmodus hat es eine Haffgranate. Alles, was im Radius dieser Explosion, dieser Haffgranate ist, wird angepeilt und du musst nicht mehr ziehen, du triffst automatisch. Da kommen wir aber gleich dazu. Und man kann sie so ziemlich immer auf Gesalbt bekommen und es gibt einen Farmspot, wo ihr das Ding hier garantiert bekommt. Aber ich zeige euch sogar, wie ihr das dann bekommt und so weiter. Wir machen das ganz ausführlich, ganz chillig, und ich möchte auch, dass ihr euch da wirklich wohlfühlt, dass ihr da auch dann das Zeug bekommt. No? Na gut, dann zeigen wir mal das gute Teil. Ich fand das nämlich sehr beeindruckend. Und die Waffe hier, das Q-System, wollten sie sogar schon nerven. Also haben Leute aus der Community gefordert. Warum? Das ist kein Destiny. Es gibt kein PvP. Gut schon, aber das ist dann freiwillig und es bringt einen überhaupt nichts. Und ja, ich zeig's euch einfach mal. Für ein Assault Rifle, absoluter Wahnsinn. Moment. Haffgranate. Wir spielen übrigens gerade auf Mayhem 3. Hast du Todessehnsucht? Also ich meine ja nur, ne? Und ich habe noch nicht mal den Gesalbt-Bonus aktiviert, den ich bekomme, wenn ich die Position mit meinem Digi-Klon tausche. Ich habe jetzt 130% Bonusschaden einfach mal weggelassen. Also, ne? Und das ist jetzt Mayhem 3. Ich könnte auch auf Mayhem 4 spielen. Aber man muss es ja nicht so übertreiben. Ich könnte mir vorstellen, dass die Waffe bei Moos zum Beispiel echt bestialisch ist. Haben wir da was? Ja, nice. Einen Cold Warrior, den wir nicht brauchen. Frozen, ach, das Teddyo, das braucht kein Mensch. Und hier haben wir Iridium. Oh mein Gott. Aufruhr plus 3. Waffenmagazin, das Action Skill, Aktienzeit. Ich nehme das mal mit. Man weiß ja nie. Es klingt ganz nett. Aber jetzt. Doch. Doch, das tust du. Jetzt habt ihr das Ding in Action gesehen. Jetzt zeige ich euch mal, wo ihr das bekommt. Wir haben nämlich jetzt auch gerade gleich ein bisschen Ladepause. Dann kann ich dazu ein bisschen was erklären. Ich hätte es auch nicht gedacht. Durch die Bank wechseln. Eigentlich Atlas-Waffen. Nicht die besten. Sie sind ganz lustig, aber vom Damage her, ja, geht besser. Bei Moos zum Beispiel kann ich mir vorstellen, ist das Q-System, was ihr jetzt hier gerade gesehen habt, echt richtig übel, weil die kann Muni regenerieren. Wenn ihr den Damage von der Waffe noch ein bisschen hochtreibt. Bestes Assault Rifle im Spiel, möchte ich meinen. Wird schwer, dass da was drüber geht. Ihr habt es ja gerade gesehen, Mayhem 3, der Gegner ist gar nicht mal so eine Lusche, Giga, meint, den wir gerade gesehen haben. Einfach weggefickt. Da ging nichts. Der konnte gar nichts machen. Der einfach weg. Ich brauche ja nicht mal zielen wegen dem Ding. Wegen der Haffgranate. Ich schmeiß das Ding einfach hin, das peilt den an. Ich kann in den Himmel schießen. Die Kugeln, die finden den automatisch. So, wo bekommt ihr das wunderschöne Teil?
Das lässt sich bei Crazy Oil formen. Das Beste ist, wenn ihr es bei Crazy Oil formt, es ist immer gesalbt. Es ist immer Spitzenklasse. Er geht einfach hierher. Vermutlich ist es jetzt nicht drin. Da, aber wir haben jetzt schon mal eine Atlas-Waffe oben dran. Nein, leider nicht. Wenn ihr das farmen wollt, ihr kommt hierher. Na, schaut, ob das Ding drin ist. Wenn nicht, Spiel beenden, neu laden, wieder daher. Das macht ihr die ganze Zeit. Ich weiß, jetzt kann man sagen, das Ding ist halt sau teuer. Nehmen wir als Beispiel mal, sagen wir, ihr müsst so 500 bis 600 Iridium haben dafür. Verstehe ich. Ist ein Haufen Iridium. Kein Problem. Ich kümmere mich darum. Ich helfe euch da aus. Wie bekommt ihr Iridium? Ihr geht... Carnivoras Eingeweide? Portet euch hierher. Keine Sorge, es lässt sich sehr chillig farmen. Ihr könnt drüber auch was essen, wenn euch das zu doof ist, immer wieder dieses Starten, also dieses das Spiel beenden, wieder neu laden, wieder zum Automaten laufen. Esst doch drüber was. Der Automat stockt sich doch automatisch nach 20 Minuten neu auf. Fair ist es dann drin. Aber das ist echt wert. Ich habe mir jetzt schon bei zwei Charakteren gefarmt, die Waffe. Ich habe es jetzt bei Zane hier mit einem Anointed, also mit der gesalbten Fähigkeit extra für ihn. Und ich habe es bei Amara mit einem neutralen Anointment. Das Ding ist absurd. Ich hätte es nicht gedacht und ich benutze es echt irgendwie richtig gerne. Es macht einfach Spaß, das Scheißding zu benutzen. Ich weiß auch nicht warum. So, jetzt sind wir hier, ne? Eingeweide von Carnivora. Jetzt gehen wir hier direkt raus nach Carnivora. Warum so? Wenn ihr euch nach Carnivora porten würdet, kommt ihr am Anfang der Map raus. Ihr seid Kilometer weit davon entfernt, wo ihr hin wollt. Das wollen wir natürlich nicht. Und ihr müsst immer erst durch diesen ganzen dummen, dämlichen Zirkus da durch. Und das ist... das schenken wir uns. Lieber dahin porten. Nochmal kurz einen Ladebildschirm. Ich zeige euch auch gleich, wo ihr einen Schnellreiseposten bekommt. Dann könnt ihr euch den Weg da wirklich ganz easy, locker, flockig immer wieder schneller latschen. Ja, gegen die Ladepausen kann ich gerade nichts. Es tut mir leid. Aber ich hoffe, dass die Waffe gefällt. Also ich war ultra überrascht. Eher zufällig hat sich das ergeben. Ach so. Und wenn sich jemand fragt, warum sieht die hier so geil aus, die Waffe? Ja, ich zeig das mal eben. Ich habe hier... Die sieht so aus, ne? Und ich habe da einfach den polierter Stahlskin drauf gemacht. Den müsstet ihr auch bei Earl kaufen können. Es sieht halt richtig nice aus hier, weil es glänzt halt wunderschön. So, ihr wollt Iridium farmen, weil ihr wollt die Waffe haben. Dann setzen wir uns einen Marke hier. Genau. So. Ja, wir sind hier. Aber das wäre jetzt dumm, wenn wir da einfach meinen Farmspot ablaufen, weil dann müsst ihr immer wieder diese Reise, weil wenn ihr jetzt damit das Spiel beendet, für das Farm von Iridium müsst ihr das Spiel zwangsläufig beenden. Das geht nicht anders. So. Das geht ganz schnell. Das Beste ist, das Crazy Old Zeug ist auf jedem Level normalerweise für euch angepasst, wenn ich das noch recht in Erinnerung habe. Also, wenn ihr das Spiel noch nicht durch habt, wollt aber trotzdem eine geile Waffe, holt euch das Q-System. Habt ihr das Spiel durch, habt ihr Level 50, holt euch das Q-System. Es ist Irrsinn. Ich hätte es nicht gedacht, aber das ist geil. Und ihr lauft jetzt bis... Hierher. Seht ihr? Schon gesehen? Jetzt haben wir den hier aktiviert. Jetzt werden wir das Spiel beenden und neu laden. Sind wir automatisch dann hier und können direkt zum Farmspot fahren. Ohne, dass wir hier, Moment, durch diesen ganzen ätzenden Zirkus immer laufen müssen. Und es zieht sich. Es zieht sich echt. Das ist nicht schön. So, von hier aus. Ne, da ist eine Autospawn-Station. Da fahrt ihr da immer geradeaus. Immer geradeaus. Ihr seht doch da, wo ich jetzt hinziehe, da. Ne, seht ihr diesen Kamin, was das da ist? Da wollen wir hin. Einfach immer geradeaus. Immer geradeaus. Sind wir hier. Könnt ihr euch merken. Direkt am Kamin, ne? Oder was es ist. Schornstein.
Und dann seht ihr doch hier dieses Häuschen hier. Und reinzuleiten. Glückwunsch, ihr habt Iridium. Dann könnt ihr hier eben. Zack. Es dauert ein bisschen. Also man hat jetzt nicht auf einen Hieb hier genug Iridium, damit man sich das leisten kann. Aber das ist wirklich einer der besten Iridium-Spawnpunkte im Spiel mit. Den zumindest ich lang genutzt habe. Und ich dachte, ich teile es mit euch. Und es funktioniert immer wieder. Wenn ihr da jetzt wieder Iridium wollt, Spiel speichern, beenden, neu laden. Und ihr seht, es ist eigentlich ein ganzer Batzen, was man hier findet. So, machen wir das mal auf. Und weil momentan das Event ist fürs Lucky Loot Chest bla bla blub, ist hier auch noch eine rote Chest, also ihr bekommt hier auch noch massig legendäre Sachen. Poking Devastator, Dangerous Thunderbolt Fist ist scheiße und Standard Deathless, Bewegungsgeschwindigkeit macht nicht so toll. Und all der schick Echo-Motor, aber habe ich schon. Na gut, ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Wenn dem so war, dann, ne? Zeigt ein bisschen Liebe. Ich würde mich über ein Like freuen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt eine schöne neue Waffe. Ihr habt jetzt einen Farmspot für Iridium. Ihr habt einen Farmspot, wo ihr die Waffe bekommt. Ich freue mich, dass ich euch helfen konnte. Und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Lasst es euch gut gehen. Tschüss.